show me maybe. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Und heute mal mit was ganz Besonderem. Nicht mit dem Weg zum Weltuntergang. Ich falle hier ein bisschen aus der Reihe. Diesmal ist ein normales Intro. Ganz normale Folge. Und zwar habe ich hier ein schönes Spiel gegen Fearcrats und iTemp. Und zwar war das so, ein Kumpel, Ozan, war bei mir und hat sich mit seinem Profil angemeldet. Weil ich musste auf Klo und scheißen. Und wollte gerade nicht zocken und er hat sich angemeldet. Und hier schön iTemp mit der leichten MG. Und einem Hybridvisier oder einem anderen komischen Visier drauf, wie auch immer, dazu komme ich noch. Und er hat sich angemeldet und kommt so an. Fearcrats und iTemp sind in der Lobby. Und ich so, was? Zeig mal. Und dann waren die da wirklich. Und da habe ich mir den Controller gleich mal rangerissen und habe gegen die gezockt. Hier auf Meltdown. Und dann habe ich ein schönes Gameplay rausgehauen. 27-11. Ziemlich nice gegen die beiden. Und ja, erstmal zur Klasse. Also mit was habe ich gegen Fearcrats und iTemp gespielt? Und zwar mit MSMC, Schalldämpfer und verjustierbarer Schaft. Und die Streaks waren Drohne, Hunterkiller und Blitzschlag. Und hier am Anfang gehe ich richtig ab. Da habe ich ein 14-1 oder so. Und kill hier jeden erstmal schön und habe hier meinen Blitzschlag. Gehe nochmal schön ab. Oben C4 nochmal rein und dann nochmal rum und alle wegholen. Gönnt euch auf jeden Fall erstmal dieses Gameplay. So. Dann kann ich nochmal sagen. Also nach diesem Spiel war ich dann weiter mit Fearcrats und iTemp in der Lobby. Und ich muss sagen, iTemp spielt schon ein bisschen noobig, wenn ich sagen darf. Und zwar hat er ein leichtes MG gespielt mit, ich weiß nicht, wie das Visier heißt. Ich glaube, hier dachte ich übrigens, Fearcrats geht raus und war schon ganz geschockt, weil ich so ein geiles Gameplay hatte. Aber er ist drin geblieben, zum Glück. Und zwar hat er irgendein Visier drauf, ein Rotpunktvisier oder ein Hybridvisier und ich weiß nicht genau, was er damit macht. Auf jeden Fall stellt er sich hier, vor allem auf Meltdown, immer hinter die Tonnen, Mülltonnen und Headglitcht. Und zwar vom Feinsten und holt sich jeden mit Headglitch weg. Und finde ich gar nicht gut, finde ich sowieso nicht gut. Und wenn es dann noch große YouTuber machen, so als Vorbild auch überhaupt nicht. Fearcrats ist ganz anders, läuft rum mit seiner Submachine Gun, wie gewohnt, holt sich jeden weg, ohne Schalldämpfer, damit alle zu ihm laufen, er ist ja ein bisschen faul. Und ja, aber gegen mich hat er auch keine Chance. Ich glaube, er war mal auf einer Schwarmserie, hatte auch eine hohe Streak und hab ihn dann gekillt. Auf jeden Fall nices Gameplay dabei rausgekommen, da kann man schon stolz sein, ihn mal gekillt zu haben, gegen die beiden gespielt zu haben. Auf jeden Fall geil. Und ach du Scheiße, da waren die ganze Zeit zwei Leute in der Lobby. Oh my God, Fearcrats, oh my fucking God. Und haben die ganze Zeit darüber geredet. Commentator, blablabla. Als würde ihnen jemand zuhören. Er gleich gestummt, gleich eine Schelle geben, diese kleinen Spasten. Ey, sowas geht einfach gar nicht. Wenn man was zu sagen hat, geht man in Party mit Leuten. Oder man hält einfach die Schnauze. So, hier habe ich übrigens den Gegner gar nicht erst gesehen. Aber ich glaube, das ist nochmal gut ausgegangen. Was noch? Und zwar habe ich dann gemerkt, dass Fearcrats quittet ist. Und dann bin ich ihm, muss ich ehrlich gestehen, und das wurden ganz viele machen, mal versucht nachzujoinen. Ich habe es geschafft. Und dann ist er wieder gequittet. Und dann bin ich nachgejoint. Und dann ist er wieder gequittet. Und so ging es immer weiter. Und bin ich mal kurz auf sein Profil und habe geguckt. Und dann hatte er irgendwie die Quote von Spielsiegen und Niederlagen, also Niederlagen, wenn er sozusagen quittet auch, unter anderem immer 0,3, 0, irgendwas. Das heißt, es ist wirklich so, seine Taktik immer quitten, wenn die Lobby scheiße ist. Er hatte mal 1:3, 3:3, irgendwie sowas, 2:6 mal. Ja, und dann ist es so sozusagen immer quitten, bis er eine gute Lobby findet und dann mal ein gutes Spiel macht. Aber ich glaube, unter dem Druck und unter dem er steht, immer gute Gameplays zu liefern, weil er so groß auf YouTube ist, macht ihm schon irgendwie zu schaffen. Hier schöner C4-Fail, so muss es sein. Aber trotzdem, also ich nehme es ihm nicht übel. Also man hat wirklich einen Druck, immer ein gutes Gameplay zu bringen. Wenn er dann eine scheiß Lobby kommt, kann er ja keine Zeit verschwenden. So. Und nochmal zur Taktik, die ich auch immer bevorzugt habe und die hat er in seinem letzten Video erwähnt. Wirklich, haltet euch fern von den mittleren Wegen. Es gibt meistens, und das ist in COD immer gleich aufgebaut, einen Weg nach links, einen Weg nach rechts, einen Weg durch die Mitte. Manche Karten sind mehr verwinkelt, manche weniger. Die meisten in Black Ops 2 sind verwinkelt, aber es gibt, ja, Nuketown ist eine Ausnahme. Und also Karten, wo es nicht so verwinkelt ist, und Meltdown ist eine davon. Und da auf jeden Fall nicht in der Mitte halten.
Leute, geht immer die Außenwege. Außen ist immer am wenigsten los. Es sei denn, ihr spielt ohne Schalldämpfer und macht es zu einem Hotspot. Macht es zu einem Punkt, wo wirklich viele Leute kommen. Dann könnt ihr euch viele Kills holen und haltet euch immer in der Nähe vom Spawn auf. Das Spawn-System in Black Ops 2 ist so, dass es zwei Main-Spawn gibt. Und zwar eins auf einer Seite und das andere auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier übrigens Cotton Mac Dips oder wie der heißt gekillt. Der hat die ganze Zeit mich weggeholt, wie auch immer. Schön in der Nähe des Spawns sein, dass ihr wirklich nicht im Leeren rumlauft, aber auch an der Seite, weil ihr seht es. Sagen wir, ihr seid hier auf der linken Seite in Richtung Meer. Es kann jemand von vorne kommen, von hinten und ab und zu von rechts, aber nicht von allen Seiten, wie es in der Mitte ist. Darum immer links, rechts halten, dann könnt ihr auch so geile Gameplays machen. Auch gegen, ja, ich sag mal, gegen einen der besten COD-Player im Moment in, ja, Call of Duty, klar. 4 Credits und Item zusammen. 27 zu 11, ganz nice. Ist ein kleines Special, Leute. Weg zum Weltuntergang, kommt noch alles. Freut euch drauf, Leute. Bis dahin, haut raus.